Ja, einen wunderschönen guten Tag zu wünschen, hier in Dark Souls 1, da ist gerade wer abgestürzt, Entschuldigung, bei meinem Jubiläums-Run hier, bei meinem 10. Durchlauf in New Game Plus 9, hier in Dark Souls 1, und es wird mein letzter sein, und ja, den genieße ich und mache ich nochmal mit euch, wo wir uns wirklich alles holen, alles, alle Quests, alle Items und so weiter und so fort. Und ich habe einen Frosch im Hals. Und ich habe 222.222. Ist auch super, ne? Muss da mal, wenn du das willst, schaffst du das nicht. Gut, ist nur, ja, wurscht. Nur so gesagt. So, dann geht's als nächstes dann hier runter und wir sehen gleich, dass wir da das nächste Gittergott da haben. Kann ich eigentlich da durch? Komm her. Na, geht nicht. Kommen wir nicht durch, weil wir von der anderen Seite hin müssen. Und deswegen geht's da unten mal durch. Und da jetzt auch aufpassen, da sind jetzt auch lauter so Freaks. Der haut an, der will uns da in eine Falle locken, denn irgendwo. Ah, okay, ich habe geglaubt, da wären mehr hier unten. Okay, da oben steht einer, komm aber. Komm aber. Hallo, na, hupf. Genau, brav, brav. So, boah, mal jetzt hab ich geschreckt. Geisterbahn haben wir da erst. So, dann, da oben ist noch einer. Ja. Wieder einer. Und dann hier herunten liegt ein wichtiges Item. Na. Fall. Schaden. Nämlich hier dieses Item, der Geheimschlüssel. Und mit diesem kommen wir in eine Zelle, wo wir einen weiteren NPC befreien können, wenn wir wollen, oder auch nicht. Ja, das können wir uns selber überlegen. Und ja, wie wir dann wollen. Er wird so und so aus der Zelle dann rauskommen, ob man jetzt retten oder nicht. Aber wir machen es, wir helfen ihm mal. So, hier über diese. Wow, aufpassen bitte, dass wir da nicht runterfallen. Über diese Querstreben da. Große Seele war das. Gut, und dann schauen wir da weiter. Und da gibt es jetzt nichts herinnen, da schaut nur so aus. Könnte eine Illusory Wall sein oder was, ich weiß nicht. Und dann geht es hier weiter und auch hier ist kein Boss da. Sondern einfach geht es nur weiter. So, da unten waren wir. Da war der Eberhard. So, dann schauen wir da mal rauf. Moment, ich schau vorher da, denn da haben wir jetzt, da steht nämlich verkehrt, einer der nicht stärkeren Ritter, es ist ein Baldanet. Ich schau mal, ob er mich hört. Gut, dann halt nicht. Dann schlaf gut. Baldi. Der Baldi-Man. Und das Ritterschild liegt hier. Und sonst ist der Sackgasse, da geht es nicht weiter. Dann gehen wir da um die Schramsnummer. Und dann da oben weiter. Und jetzt teilt sich der Weg wieder auf. Hier weiter oder hier. Da ist nämlich nur Sackgassel. Lassen wir den Freak da mal. Mega, bis der mal zuschlagt, da vergeht in China ein Jahr. Na komm! Na, mein Gott, na. Das für den Anschlag, ob da. Hast du das erst überlegt, wie du schlagen musst oder was? Mein Gott. So, gut. Dann geht es hier weiter. Und da bitte aufpassen auch, denn da sind links und rechts auch gleich Gegner. Drum hin und gleich wieder zurück. Und dann sollte er uns bemerkt haben. Oder doch. Na, dann hat er uns doch nicht gesehen. Entweder hat er da Augen zu gehabt, vielleicht hat er gegen das Licht geschaut, weil er nichts gesehen hat. Oder es war zu wenig. Da steht er nämlich. Na gut, dann nicht. Dann. Geh bitte, geh schon. Glaubst du, ich tue mich da mit dir um und um gefretten da? Hey, glaub's wohl selber nicht. Ach Gott, jetzt muss ich mich aufheilen auch noch wegen dir. Ach Gott, nein. So. Gut, ja, also gefährliche Gegending hier, weil einer links, einer rechts steht. Aber ich wollte mal am besten wirklich rausgehen kurz und dann hier, weil dann. Hier ist eng, da können sie nicht von hinten dann. Weil hinten kommt niemand und am besten mit dieser R2-Angriff ist das optimal eben. So hätte ich es eigentlich machen wollen, aber. So, dann gehen wir hier runter. Und sind jetzt auf der anderen Seite des Gittergatters. Seht, wo der Freak steht. Ja? Ich weiß nicht, auf was er wartet. Auf bessere Zeiten, aber die werden nicht kommen. So, ein Schlag reicht da. Und hier bekommen wir den Kellerschlüssel. Und der ist wiederum für da vorne, wo ich sagte, da ist noch abgesperrt. Da werden wir dann nochmal Backtracking machen kurz. Und schauen wir da runter. Aber vorher werde ich noch. Ich muss überhaupt überlegen, was wir zuerst als nächstes machen.
Ah, ich muss mir das eh alles, was machen wir? Naja, ist mir wurscht. Ich muss mir das noch überlegen, wie ich da tue. Ja, die helle Bade. Wieder der empfohlene Weg ist. Ja, man könnte jetzt in die Kathedrale da reingehen von dieser Seite, aber wir gehen von der anderen Seite. Das ist eher zum Empfehlen. So, die Freaks am besten. Was war das? Was war das jetzt bitte? Der ist umgehängt auf, wie ein Klammeraffe. Ist der jetzt auf mir umgehängt? Habt ihr den Move von dem gesehen? Ich will aber ich kann nicht, so ungefähr. Und da ganz vorne, seht ihr das? Da steht ein Tower Knight. Ganz vorne geradeaus. Ja? Und der ist dann noch einmal ja, ein bisschen stärker. Also stärker, dafür ist er langsamer, nicht? Aber wenn einem trifft, ja, da ordentlich. Wir gehen in diese Kathedrale eben von der anderen Seite, habe ich gesagt, und dafür gehen wir eben hier herum. Holen uns diese Freaks da mal. Ich gehe hier gerne ein bisschen ins Eckerl rein, weil dann erwischt mich der Pfeil- und Bogentyp nicht. So, man kann ihn auch von hinten angehen, ist ja am besten immer. Umkreisen einmal. Und genau. So, und. Also, die lassen sich die überhaupt nicht backsteppen, die Hund. Das ist ja Wahnsinn. Wieso lassen sich die nicht backsteppen? So. Gut, dann haben wir das mal. Was lässt der wieder auf? Ja, das sind lauter so unnötige Kluften. Habe ich alles schon 100.000 Mal. So, und jetzt sind wir in der Kathedrale herinnen, ja? Ein wunderbares Monument hier, ja, Bauwerk, ja. Imposant, will ich beinahe fast schon sagen, ja. Und aufpassen jetzt bitte auch. Ja, genau auf ihn. Boah, auf den jetzt. So, komm her mal. Na komm. Der ist nicht schwer. Den muss man nur umrunden und aufpassen, dass er einem nicht, ja, erwischt. Aber physischer Schaden, ich habe mit meinem Hubble-Schild, na komm, hätte ich sagen halt alles so, ich weiß nicht, so träge, ist so heiß heute da. Ich meine, in Real Life ist gerade extrem heiß. Aber die kann man übrigens, glaube ich, auch gar nicht. Kann man die backsteppen überhaupt? Aber wie gesagt, am besten umrunden. Seht, er ist so behäbig, ne? Also, er ist nicht schwer. Ne? Aber wenn einem erwischt, dann holla die Waldfee. Und wir bekommen die Großaxt und eine kleine Scherbe auch noch. Also. Gut, da geht es dann schon weiter in Richtung Schmied, Sens Festung und runter in den Finsterwurzgarten. Wenn man will, machen wir aber noch nicht. Denn ich mache das so, wie es für Spieler, Erstlinge, Neulinge, Amateure, mit Profis, ja. Bis dorthin ungefähr, das ist mein Richtbereich, wo ich mich dann nach euch richte. Ja, also, war jetzt total unlogisch, aber ich habe es trotzdem gesagt. So, also was wollte ich jetzt noch sagen? Da liegt übrigens eine Feuerhüterseele, die ist wiederum dafür wichtig und gut, dass man die Estus Flacons verstärken. Brauche ich nicht, kann ich nicht, ich bin outgemaxt und kann ich es nicht nehmen. Ja? Mir fällt es aus den Patschehändchen heraus, ne? Weil ich den nicht nehmen kann. Ja? Einfach zu dämlich. Da oben steht ein Channeler. Ja? Die werden uns später dann ordentlich noch reizen, sag ich mal. Ja. Hier nicht. Wir können ihn gleich nämlich von hier machen. Oder oben. Aber ich mache ihn gleich von hier. Denn das ist mir lieber. Ich glaube, das geht sich ja nicht aus. Genau. Ich hab's gedacht. Man kann sich auch so positionieren, dass es sich vielleicht ausgeht. Aber ich weiß nicht. Am besten ein, zwei Schüsse schnell anbringen und dann gleich wieder weg. Also Pfeil in dem Fall. So, einmal und gleich wieder weg. Und weg. Genau. Passt. Und das Ganze zwei, dreimal wiederholen. Aber oft, glaube ich, kann du da eh nicht mehr. Ja, jetzt lassen wir seine Salven. Da schau, der ist schon wieder aufgehört. Denn später dann in den, ich sag's mal, in den Archiven des Herzogs, da geht es dann schon in Richtung eines Hauptbosses. Da gibt es dann ordentlich viele von denen und die zusammen ordentlich. Allerdings hier geht's noch so halbwegs. So, ich glaube, der müsste dann eh schon tot sein. Einer noch, komm. Ja, passt, ich habe mir es ja gedacht. So, dann brauchen wir den dann nicht mehr. Haben wir den jetzt schon. Und jetzt haben wir hier einen weiteren Baldur Knight und da vorne steht auch noch einer. Also drei sind es insgesamt. Ja, warum? Warum? Also, Backsteppen lassen sie die eigentlich gar nicht so gut.
Aber ist eigentlich eh wurscht, da mache ich einen Frontstep. Ja? Wo ich keinen Backstep mache, da mache ich einen Frontstep. Nehme ich nur von vorne. Ja? Ich muss ja nicht alle von hinten nehmen. Ne? Ist von vorne vielleicht auch schön. Ne? Kann ja sein. So, und jetzt das Allerwichtigste hier in dieser Kathedrale, sage ich mal. Ist jetzt aber nicht die Kathedrale des Abgrunds, nicht verwechseln, ja, mit Dark Souls 3. Geht es da dann oben weiter schon zum ersten Story-Boss, wo wir die erste Glocke läuten. Allerdings gehen wir jetzt mal hier rein und da ist ein Aufzug. Ja? Und jetzt fahre ich mit dem Aufzug mal ganz runter und ihr seht, wo ich dann ankommen werde. Ich habe nämlich eine tolle Abkürzung freigeschaltet. Genau, nämlich hier herunter zum Feuerbahnschrein. Seht's? Tolle Sache, oder? Echt cool, ne? Okidoki, dann fahren wir aber wieder rauf und ihr habt schon gesehen, auf halbem Weg kann man hier aussteigen. Ja? Und das machen wir auch gleich. Und jetzt sind wir hier ein bisschen erhöht, hier oben. Und da vorne seht ihr ein Item liegen. Und das ist dann für später wichtig. Eigentlich könnte ich es gleich holen, mache ich aber später erst. Nämlich mit einem beherzten Sprung darüber. Da braucht man sich nur daher herstellen und dann so leicht drüber hopsen und dann da vorne weiter in Richtung Krähe. Ja? Und dann kommt man dann später dort vorne zu diesem Item. Und das braucht man dann bei einem weiteren Besuch in der Untotensiedlung. Untotensiedlung sage ich, im Asyl, wo wir begonnen haben. Da, wenn man dann das zweite Mal hinreist. Ja? Denn mit diesem Schlüssel, es ist ein Schlüssel, so viel sage ich mal, kommen wir dann in andere, weitere Bereiche, wo wir bis jetzt noch nicht waren. Ja? Aber das holen wir uns dann später. Ich wollte es euch nur mal gezeigt haben. Beziehungsweise ich muss jetzt aber, ja, dann hole ich mir gleich. Dann hole ich mir gleich. Springe wieder daneben, ich Vogel, ich bin so dämlich. Und tot auch noch. Also was ich heute, also heute ist nicht mein Tag. Entschuldigung, wirklich. Es ist nicht mein Spieltag heute. Also es ist schon sehr peinlich auch. Also wenn ich heute sage, ich spiele das Spiel zum ersten Mal ja, mein erstes Let's Play in Dark Souls, dann würde ich sagen, okay. Aber so, jetzt muss ich überlegen, wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich da wieder. Gut, ja, kann aber eigentlich eh gleich durch. Also dann würde man es verstehen, aber so, wieso ist das Gitter wieder herunter? Habe ich gesagt, bloß ich habe das nicht. Habe ich das Gitter nicht? Ich bin so dämlich einfach nur. Also ich bin heute, wieso habe ich das Gitter nicht? Ich habe den Hebel nicht gezogen. Anscheinend habe ich den Hebel nicht gezogen. Ja gut, man kann sich das Leben selber zur Hölle machen. Ne? Unvorstellbar, ne? Ich habe mir das Item geholt, aber habe den Hebel nicht. Ja. Egal. Ist ja nicht weit. So, da haben wir so. Ja. So, jetzt kann ich zumindest das einmal probieren, ob das so besser ist. Genau, und jetzt so. Haben Sie mich jetzt gesehen? Ja, jetzt haben Sie mich gesehen. Also so wollte ich es vormachen, jetzt habe ich es wenigstens einmal gesehen, wie es richtig gemacht werden würde, sollte. Ah. Hey, hallo? Jetzt haben wir wieder das. Jetzt haben wir das wieder gemacht. Brauche ich nicht. Warum? Schaut, da wird ich gleich nervös. Da wird ich nervös und da mache ich Blödsinn und Fehler und. Sowieso und überhaupt. Aber wie gesagt, der Channeler ist weg. Das sind auch alles non-respawning Gegner. Der sollte tot sein. Okay, ich gehe schon wieder falsch. Es ist auch hier heiß. Wir haben 30 Grad, 35 Grad ungefähr. Wieder extremer Hitzetag heute. Und ich rinne auch. Ich rinne so richtig. Ich glaube, das tut mein Kopf auch nicht so wirklich gut. So. Nein, ich habe noch nicht gezogen. Ich habe noch nicht gezogen, oder? Weil der ist ja, wenn es einmal offen ist, bleibt sie offen, ne? Nein, ist ja wurscht. Jetzt ist er offen. So, dann die Freaks wieder. Ist ja nicht weit. Ist ja nicht weit. Wir sind eh schon Gott sei Dank wieder da. So, dann der war da der. Und ein dritter noch.
So, komm. Und tschüss, gute Nacht. So. So, jetzt falle ich noch einmal runter, ne? Na, wisst ihr, was ich jetzt mache? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich bin nicht so blöd noch einmal. Denn ich falle sicher noch einmal runter. Ich gehe jetzt kurz zum Feuerbahnschrein und mache das Leuchtfeuer dort aktivieren, weil sonst muss ich wieder dort starten beim anderen. Und dann hole ich mir schnell das Item und dann, ja, eine Viertelstunde schon wieder. Also mir rennt die Zeit davon. Mir rennt die Zeit davon. Weil es wird wieder 90 Baht Projekt werden. So, ich. Ja, da geht's lang. Und es so weitergeht. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch das einmal in Rutzke-Zutzke-Verfahren, aber. Ja, und ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, hier bei diesen Leuchtfeuern, das ist auch Quality Gaming, musst du dich hinsetzen, dass es aktiv ist. Ja? Also, dass du es aktivierst. Ja? In Dark Souls 3 hat es genügt, dass du es einfach nur, ja, dass es nur aktiviert hast, mehr oder weniger. Du hast dich nicht auch noch hinsetzen müssen. Ja? Das erste Mal, wenn du drauf drückst, aktivierst du das und erst beim zweiten Mal setzt dich dann hin. Ja? Und da muss man sich hinsetzen auch. Ne? So, jetzt noch einmal rauf hier. Das kann es ja nicht sein, oder? Ich bin dann. Nicht wieder dann. Also einmal rechts daneben, einmal links daneben. Gibt's Hex. Wo kommt denn der schon wieder daher? Weißt du, aber das ist ja ein Mystery Run. Das ist ja richtig ein Mystery Run. Ich sag's euch. Ein richtiger Mystery Run. Das ist ja nicht normal mehr. Da passieren Dinge, die passieren sonst nicht. Das gibt's ja nicht, oder? Hallo? So. Das gibt's auch nicht. So, ha, na, voll gleich wieder oben da, ne? So, jetzt bin ich einmal rechts, einmal links runtergefallen. Jetzt sollte ich ja mal. Ja, so wird's gemacht. So wird's gemacht, genau. Und jetzt geht's da nach oben. Ist ja Wahnsinn, einfach nur. Genau, wir sind schon da bei diesem Item. Ich gehe nochmal ganz nach oben. Ich weiß jetzt gar, liegt da auch noch was, aber ich glaube eh nicht, oder? War da noch was? Genau, da war dann nur eben das Nest, wo man dann zurückreisen können mit dem Vogel. Und jo. Da geht's runter. Ah, Kamera. So, und dann hier und schwupp. So. Nicht, jo nicht. Vorher jo nicht oben. So, wir haben den Schlüssel und dort ein Asyl West, ja. Dann brauchen wir uns den dann später nicht mehr holen, dann haben wir den schon mal. Weiß nicht, überlebe das? Na. War das sonst noch irgendwo? Das haben wir uns eh schon geholt. Ups. So, dann sind wir wieder da. Marentana, eine schwere Geburt. Sorry. Aber es ist ja oft vielleicht, ja, gar nicht so schlecht, wenn man mal sieht, dass ich doch ein Mensch bin, ne? Und dass sowas passieren kann, ja. Egal wie oft du das Spiel schon durchgespielt hast oder nicht. So, jetzt muss ich mal über. Jetzt hätte ich glaube, das geht da nicht auf. Nicht? Das wäre es aber jetzt gewesen. So, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir das. Dann werden wir. Was machen wir als nächstes? Wir haben den Dämon. Den Taurus-Dämon. Die Glocken machen wir. Soll ich die Glocken schon machen? Oder gehen wir zuerst einmal in Finsterwurzgarten? Ich bin da, nein, ich werde mal in Dämon, in da, da sage ich, in Capra-Dämon machen, in Ziegendämon unten. Weil da haben wir jetzt den Schlüssel. Dann haben wir den ganzen Untotenbereich einmal. Ne? Ja, machen wir das so. Machen wir das so. So, jetzt sind die Freaks wieder da. Mein Gott, nein. Aber ich mag es so. Ich gehe da mal ganz kurz nach vor.
und gehe zum nächsten Leuchtfeuer, denn das ist nämlich auch eines, das kann man auch aktivieren gleich. Das werde ich mal machen. Ich zeige euch das mal. Neuer Bereich, da waren wir bis jetzt noch nicht. Das ist für alle Erstlinge natürlich nur. Ihr hört sich schon, ja, diese Schmiedegeräusche. Denn da ist der Schmiedl unten, genau. Also nicht der Schmiedl, das ist wirklich der Schmied, ja. Das ist der Haupt, der große André, ja, genau, André, der Schmied. Aber vorher werden wir da mal uns herbegeben. Ah, tolle Sache. Gut, da geht es dann in Sen, ich zeige es euch gleich mal, Richtung Sens Festung. Allerdings, erst wenn wir alle beide Glocken geläutet haben, öffnet sich hier dieses riesige Tor. Aber da vorne sitzt einer. Nämlich Siegmeier. Genau, hier heißt er Siegmeier, nicht Sigwart. Sigwart war es im dritten Teil, hier ist Siegmeier von Katharina. Und er, ja, ist genauso wie im dritten Teil, einfach nur dämlich. Ja. Ja, man muss ihm immer helfen. Und er schlaft gern und sauft gern Bier. Oh, forgive me. I was absorbed in thought. I am Siegmeier of Katarina. Quite honestly, I've run flat up against a wall, or a gate, I should say. The thing just won't budge, no matter how long I wait. And oh, have I waited. So here I sit, in quite a pickle, weighing my options, so to speak. Auch, also jeder lacht am Schluss, das ist sowas, man. Krank einfach Still nur. closed. Still closed. Still closed. Still Ja, ist closed. verschlossen, ja, immer noch, ja. Naja, wenn man nichts tut dagegen, ist klar, ne? So, gut. Dann haben wir mit dem mal gesprochen, wie gesagt, hier momentan Sackgasse, Endstation, da geht es noch nicht weiter, erst dann später. Da haben wir noch einiges vor zum Erledigen, bevor wir da hinkommen. So, jo, dann da unten ist der Schmied, André. Ich schau mal kurz hin, nur, wenn wir schon da sind. Und da vorne geht es dann weiter in den Finsterwurzgarten. Aber jetzt sprechen wir mal mit ihm. Ja, wir können Gestelle, die lernt man immer jedes Mal neu. Hurra, ja, aber habe ich eh schon jedes Mal gemacht. Und dann sprechen wir weiter. Obwohl, ja, da brauche ich jetzt nicht, der erklärt einem alles ein bisschen, was man da schmieden kann und so weiter und so fort. Blablabla. Ja. Wie mache ich das eigentlich? Brauche ich gar nicht. So, egal. Hat er was zum Kaufen, was ich brauchen könnte? Nicht wirklich. Jo, das für später hole ich mal gleich. Die habe ich eh alle. Nein, wollte ich da nicht. Nein, die holen wir. Ich weiß jetzt gar nicht, sind das, habe ich die schon in meinem Inventar gehabt? Was ich eh vorher erklärt habe, dass ich die ganzen Rüstungen dann reparieren kann, dann immer bei jedem Leuchtfeuer. Aber ob man die, ich glaube, das sind auch Story-Items, die muss man sich immer wieder neu holen. Und das Artorias-Wappen holen wir uns auch gleich, dann brauchen wir es später nicht holen. Zeige ich euch dann, das braucht man dann erst später. Im Finsterwurzgarten. Kostet 20.000, ist ja ordentlich, ne? Aber muss man halt ein bisschen sparen am Anfang drauf. Gut, und sonst brauche ich dabei eigentlich eh nichts. Und jetzt kann ich eben Rüstung bei ihm sowieso und dann bei jedem Leuchtfeuer meine Rüstung und meine Waffe reparieren. Okay, also da gehen wir dann später eh dann runter, wenn wir dann in den Finsterwurzgarten gehen. Kann man von anderen Seiten natürlich auch machen. Ne? So, wir haben eh gleich eine halbe Stunde. Dann geht es hier wieder nach oben. Und jetzt werden wir noch die Untotensiedlung fertig machen. Ich überlege nur, ob ich da am besten hingehe. Jo, können, ah, hätte ich aber gleich reisen. Ah, da reisen wir gleich. Da reisen wir, ich könnte mir mit einem Heimkehrknochen auch reisen. Ah ja, ich muss ja mit einem Heimkehrknochen reisen, ich bin so dämlich. Ich habe das Lordwessel noch nicht, das bekomme ich erst viel später und dann kann ich erst herumreisen in der Gegend. Darum muss ich mir jetzt, ich habe nur 99 Heimkehrknochen. Nur 99. Und mehr geht eh nicht, ne? Mehr als 99 kannst du eh nicht haben. So, achso, letzte. Ah. Dann bin ich wieder da, weil da. Nein, ich bin so dämlich. Weil ich da gerastet habe. Ja, da muss ich eh gehen.
Dann muss ich See gehen, aber die lassen wir gleich auf der Schnellstartleiste liegen. Die habe. Ah. Ja, ist eh klar. Ja, wisst ihr, ich wurscht, ich bin eh so auch schnell dort. Dann gehen wir dort noch hin und dann haben wir schon wieder die halbe Stunde. Jetzt ist wenigstens der Ball da nicht. Steht er richtig? Also da dreht sich wieder um der Vogel, aber ist mir auch wurscht. So, dann stirb so. Stirb schnell und nicht langsam. So, geht eh hier gleich durch. Jetzt sollte das Gitter offen sein, genau. Und da gleich durch. Und da unten sind wir dann eh gleich bei der Brücke. Na, da, so will ich nicht. Obwohl es gar nicht so schlecht war. Cooler Move, ne? So, dann hier. Wir haben gleich die halbe Stunde. So, ich zum Leuchtfeuer gehen und dann mache ich einen Cut. Setze ich einen Kutt. Ein Kuttchen, genau hier will ich her. Und von da geht es dann über die Brücke und da vorne ist eine verschlossene Tür und da gehen wir dann nach unten. Genau, jo, dann sage ich herzlichen Dank fürs Zusehen und ja, ich hoffe, es kann nur besser werden. Also manchmal, was ich da aufführe. Also mit den Sprüngen so traurig. Okay, Dankeschön, schön war's. Nichts ist geschenkt im Endeffekt. Und ja, dann macht's gut. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, wenn es wieder heißt Dark Souls 1 bei meinem Jubiläumsrun, bei meinem 10. Durchlauf. Also dann, ciao, bis zum nächsten Mal.